Ja, die Maskenaffäre kostet den CDU-Bundestagsabgeordneten Nicolas Löbel jetzt seine politische Karriere, denn er zieht sich deshalb aus der Politik zurück. Er werde sein Bundestagsmandat Ende August niederlegen und auch nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren, teilte Löbel heute Vormittag mit. Der CDU-Politiker hatte rund 250.000 Euro an Provision kassiert für die Vermittlung von Kaufverträgen über Masken an seine Firma. Zuvor hatten unter anderem der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Baldauf sowie der Chef der Jungen Union Kuban gefordert, ihn und den Unionsabgeordneten Georg Nüßlein aus der Unionsfraktion auszuschließen. Gegen Nüßlein wird wegen Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit dem Ankauf von Masken ebenfalls ermittelt.